Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Ja, es ist erstmal nur ein Angezockt, auch wenn ich das Spiel schon kenne. Ich will es trotzdem mal mit euch zusammen so ein bisschen probieren. XCOM Enemy Unknown, ich weiß, es ist nicht das Neueste. Es gibt schon Enemy Within und so, aber ich habe bis jetzt nur Enemy Unknown. Und ich finde es eigentlich auch ganz cool, deshalb will ich das mal mit euch zusammenspielen. Ob wir da nochmal eine Let's Play-Reihe raus machen, weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht auch nicht. Wollen wir mal gucken, wie jetzt diese erste Folge mal läuft, und dann kann man das immer noch entscheiden. So, wir gehen erstmal auf Einzelspieler. Für Spieler, die sich mit Taktikspielen auskennen. Knifflig, aber fair. Ja, ich glaube, wir nehmen da mal normal. Normal, ja, normal passt. So, es gab da mal so ein Vorgängerspiel, das kenne ich nicht. Das hat mir aber ein Arbeitskollege erzählt, das hieß, glaube ich, UFO oder so. Das war schon so ähnlich wie XCOM Enemy Unknown oder allgemein XCOM. Aber halt eben, ja, die Grafik ist wahrscheinlich relativ schlicht gewesen oder so. Aber vom Prinzip her ähnlich. So, wir gucken uns das kleine Intro mal ein bisschen an. Also wir haben jetzt gesehen, da ist ein Komet. Ich glaube, es heißt Komet, Asteroid oder Komet, keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall ist es auf die Erde geklatscht. Alle Leute strömen von überall hin her und gucken da. Ist natürlich furchtbar interessant. Erstmal Handy raus, bisschen Knips da. Und da kommt ein irgendwie so ein nicht so schönes Zeug raus. Immer mehr knallt da von oben aus dem Himmel herunter. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Ja, der ist jetzt da hinter dem Auto verschwunden und weg. Ja, auch nicht schlecht. Ich nehme mal an, wir kriegen jetzt hier noch so ein kleines Tutorial oder sowas. Das werden wir natürlich spielen, weil ich. Wie gesagt, ich habe es schon mal gespielt, aber das ist schon eine ganze Weile her. Und deshalb werden wir das mal mitmachen. Falls es kommt, falls nicht, dann tun wir es natürlich auch so. Hallo, Commander. Hallo. Angesichts der aktuellen Alien-Invasion wurde dieser Rat der Nationen einberufen, um die Aktivierung des XCOM-Projektes zu beschließen. Sie sollen diese Initiative anführen. Von der ersten bis zur letzten Verteidigungslinie. Die Zukunft dieses Planeten liegt in Ihren Händen. Bitte bedenken Sie dies bei Ihrem weiteren Vorgehen. Ja, ich. Viel Glück, Commander. Ja, ich mag es ja, wenn man mir Ziele setzt, die nicht so ganz so hoch sind. Die Zukunft des Planeten liegt jetzt in meiner Hand. Na, herzlichen Glückwunsch, Planet. So, wir wollen mal gucken. Und zwar können wir uns erstmal so einen Kontinent aussuchen, auf dem wir ja uns ansiedeln möchten. Labor und Werkstätten kosten 50% weniger. Alle Projekte in der Gießerei und der Offiziersschule kosten 50% weniger. Die Ergebnisse von Autopsien und Verhören liegen sofort vor. Das ist ein großer Vorteil, glaube ich. Monatliches XCOM-Budget erhöht sich um 30%. Das war hier. Ich glaube, wir bleiben in Europa. Kann ich mir auch noch aussuchen, wo in Europa? Ich glaube nicht. Bestätigen. Unser Zielgebiet liegt nahe der deutschen Grenze. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen darunter und alle Feinde ausschalten. Alles klar, wir müssen darunter alle Feinde ausschalten. Ja, gucken wir mal. Also für alle, die XCOM nicht kennen, das ist so eine, ja, taktische Simulation, würde ich mal sagen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen. Sie haben Feuererlaubnis für jeglichen Feindkontakt im Einsatzgebiet. Keine Risiken eingehen. Okay. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen rundenbasiert. Also wir sehen jetzt erstmal, hier haben wir einen ausgewählt, den Ben Cooper. Der Ben Cooper kann hier Splittergranaten, kann er noch werfen und natürlich schießen. Und dieser blaue Rahmen ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen können.
Und man sollte natürlich jetzt nicht unbedingt sich mitten auf die Straße stellen, weil man sollte schon immer irgendwo Deckung suchen. Das sieht ihr hier auch an den kleinen Schutzschilden, die hier angezeigt werden. Dort ist halt eben die Deckung für diese Person, wenn wir die dorthin buxieren. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Okay, wir sind auf einer Brücke, da kann jetzt nicht so viel von der Seite kommen, sage ich mal. Es kommt eher von vorne. So, das heißt, wir gehen mit dem erstmal dahin. Also kurz gucken, wie die Steuerung hier funktioniert. So, jetzt kann er sich nochmal weiter bewegen. Ja, da gehen wir nur hinter die Tür. So, jetzt haben wir den nächsten, den Dylan Connolly. Der wird sich hier hinter dem Truck verstecken. Und dann noch ein weiter zum Taxi. Jetzt haben wir schon. Geschichte nie zuvor gegeben hat. Okay, wir haben jetzt Feinde gesichtet. Gehen wir erstmal noch etwas weiter vor. Jetzt sehen wir auch hier, das Schutzschild ist rot. Das bedeutet, die könnten uns volle Granate hier an der Seite ballern. Also würde derjenige dann auch sterben. Wir müssen dann nämlich später auch noch unser Team so ein bisschen aufbauen. Ich versuche jetzt mal mit dem dorthin zu gehen und hoffe mal, dass er dort. Ach, hey, da sind auch noch welche. Das war jetzt natürlich ein bisschen blöd. So, jetzt sind die dran, ne? Weil ich habe meine Züge für diese Runde beendet. Oh, Entschuldigung, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Wir müssen jetzt, das ist nochmal so eine kleine Besonderheit bei dieser Art Aliens. Der hier hinten steuert den hier vorne sozusagen fern. Und wenn wir den hinteren abknallen, macht der vordere auch nichts mehr. So, für den Kollegen sieht es jetzt gar nicht so gut aus. Weil der ist voll in der Schussbahn. So, der hat jetzt kein Alien im Visier. Das heißt, wir spurten mit dem nochmal weiter vor. Jetzt hat er drei Aliens. Und hier sehen wir auch die Prozentzahl. Der hat hier also zu 45% würde er ihn treffen, wenn wir jetzt schießen würden. Und den anderen würde er zu 25% treffen. Auch wenn ich von was. Ach ne, das ist der jetzt hier. Okay. Ich weiß es nicht mehr genau, wie das mit dem Schießen funktioniert hat. So, einfach nur. Okay. So. Wir verursachen bis zu 4 Schaden. 10% kritischer Treffer, 45% insgesamt Trefferchance. Wir werden es mal probieren. Und wir haben ihn getroffen. Wir haben ein bisschen was gezogen. Auch wenn es nicht so viel war. So, der müsste jetzt eigentlich. Wieso hat denn der. Der kriegt gar keinen. Das ist wahrscheinlich zu weit weg. Wir werden uns mal hier hinter verstecken. Haben wir alle vier. Ach verdammt, ich habe an die da hinten nicht gedacht. Okay. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben alle zu 45% im Visier. Ne, mit dem will ich ja lieber weglaufen. Erstmal woanders hin. Muss ich. Der geht mal zurück. Achso, der ist glaube ich schon zu weit gelaufen. So, können wir jetzt auch hier beenden. Sind die erstmal wieder dran und dann können wir auch dann in der nächsten Runde, denke ich mal, ein bisschen auf die Aliens ballern. Gut, der hat jetzt daneben geschossen, das ist schon mal gut. Sind die da hinten noch dran? Okay, da hinten ist jetzt auch so einer, der so eine mentale Verbindung zu dem einen aufbaut und den sozusagen fernsteuert. Der versucht auf den zu schießen, das ist nicht weiter wild. Jetzt haben wir natürlich das Problem, das Auto brennt. Und da müssen wir jetzt weg, weil in der nächsten Runde explodiert das Auto. Das heißt, wir werden uns jetzt hinter diesem komischen Ding verstecken. Und haben da eigentlich auch eine ganz gute Schussposition. Den und auf den da hinten. Und das ist überall bei 45%. Das heißt, wir können auch versuchen, den da hinten abzuknallen. Mal gucken.
Ah, war natürlich daneben. Schade eigentlich. So, wen hat der denn im Visier? Den vorderen und den? Der wäre ganz gut. Mal gucken, ob wir ihn kriegen. Verdammt. Der hat natürlich alle im Visier. Zu 68%. Also wenn er den jetzt nicht trifft. Perfekt. Einer weniger. Anscheinend zerstören sich ihre Waffen von selbst, wenn der Träger stirbt. Wir sollten Ausschau nach Bruchstücken halten, die wir für unsere Forschungsprogramme bergen können. Jetzt habe ich aber leider einen Fehler gemacht. Verdammt, weil das Auto brennt. Der muss da eigentlich, muss der da weg. Egal. Ah, auch daneben. Ja, Fehler von mir. Ich hatte den da, gut. Ja, blöd gelaufen, würde ich mal so sagen. Okay, welchen kriegen wir hier? Den? Oder den? Ich würde mal sagen, wir gehen nochmal auf den. Ja. Macht auch von der Trefferquote oder Wahrscheinlichkeit macht das auch Sinn. ...45 ist eigentlich egal, aber ich glaube, der ist dichter dran, deshalb gehen wir auf den. Ja. Erwischt! Ha! So, der hat nur den einen, es ist ja auch nur noch der eine da, der andere ist ja weggelaufen. So, perfekt. Also man muss ja sagen, halb perfekt, weil wir haben erstmal ja, jemanden verloren, das ist natürlich überhaupt nicht schön. Ja, beschießen wir jetzt direkt drauf. Aber wir versuchen es einfach mal. Boah, funktioniert doch. Draußen, Strike One. Wenn Sie gestatten, Commander. Die Labore sind in Alarmbereitschaft und die Teams erwarten Ihre Befehle. Wir können sofort mit der Untersuchung der gefundenen Artefakte beginnen. Okay, also wir haben einen Menschen verloren. Da müssen wir dann mal schauen, dass wir noch jemanden ausbilden, weil wir können ja unser Team selbst zusammenstellen, eigentlich vor den Einsätzen. Das war jetzt der erste Einsatz. Und da konnten wir es jetzt noch nicht. So, wir sind jetzt zurückgeflogen in unser Hauptquartier. Das ist unser Hauptquartier. Willkommen. Hier ist unsere kleine Flugmaschine. Willkommen im XCOM Hauptquartier, Commander. Ich bin Central Officer Bradford. Ich übernehme zwei Aufgaben in diesem Projekt: die taktische Unterstützung unserer Einsätze und Ihre Unterrichtung über die aktuelle Situation. Auf diese Weise können Sie sich um die wichtigeren Aufgaben kümmern, wo wir gerade dabei sind. In der Kaserne wartet ein Soldat auf seine Beförderung. Gehen Sie nur. Alles klar, in der Kaserne wartet also ein Soldat auf seine Beförderung. Ja. Gefallen, Rod. Ja, mit den Rängen weiß ich nicht genau. Was das heißt, Georgian Pedersen. Ein Schwede ist leider gefallen. Und hier können wir aber jemanden. Die Schwachheit kämpft an vorderster Front. Sie geht als Erste in den Kampf und zieht als Letzte ab. Genau, hier können wir jetzt jemanden befördern, den Kanadier. Commander in die Forschungslabore. Commander in die Forschungslabore. So, wir sollen in die Forschungslabore, wir werden aber trotzdem die Beförderung erstmal durchziehen hier. Mit dem Raketenwerfer im Schlepptau ist er ein wahrer Zerstörungsexperte. Unsere Scharfschützen sind darauf spezialisiert, größtmöglichen Schaden aus der Distanz anzurichten. Ohne ausreichendes Training sind sie in Nahkampfsituationen jedoch verwundbar. Genau, dann können wir die nämlich später noch ausbilden zum Colonel. Major, Captain, also natürlich andersrum, also Corporal ist der nächste. Das Problem bei mir früher war, als ich das erste Mal das Spiel gespielt habe, da war das Problem einfach, dass die schon gestorben sind, bevor ich überhaupt. Die sichergestellten Artefakte werden abgeladen und das Forschungsteam erwartet ihre Befehle. Auf ihre Anordnung hin fangen wir an, Commander. Ich
will euch doch die ganze Zeit erzählen, dass die immer gestorben sind, bevor ich die bis zum Kernel befördern konnte. So, jetzt können wir ein bisschen was erforschen. Irgendwie. Oder auch nicht. Gehen wir so weiter. Okay. Das ist also unsere Basis. Oh. Guten Tag, Commander. Mein Name ist Dr. Valen. Ich leite das Forschungslabor. Hier werden alle Forschungen und Entwicklungen der XCOM durchgeführt. Wir haben mit der Auswertung der Artefakte aus unserer ersten Begegnung mit den Aliens begonnen. Aufgrund der vorläufigen Ergebnisse nehmen wir an, dass wir damit neue Ausrüstung für unsere Soldaten entwickeln können. Mit Ihrem Einverständnis beginnen wir sofort mit den Untersuchungen. Aber natürlich, Dr. Valen. So, dann beginnen wir mal noch schnell ein neues Forschungsprojekt. Commander, in die Technik. Jetzt sind wir auch noch in die Technik. Also ich kann mich auch nicht zerteilen, Leute. Wieso geht denn das jetzt nicht? Ich kann irgendwie gerade nichts mehr machen. Okay. Geht nicht mit der Maus offensichtlich. Wir werden okay, wir werden mal was mit den Waffen entwickeln. Ich stimme zu. Das scheint die dringendste unserer Forschungsoptionen zu sein. Wir machen uns sofort an die Arbeit. Ich lasse Sie wissen, sobald der Bericht fertig ist. Die quatschen so viel. Also, wir beginnen mal mit der Waffenforschung, damit wir die Waffen der Aliens mal ein bisschen erforschen. Und, vielleicht können wir das auch für uns dann nutzen. Weiß ich auch noch nicht. Mal gucken. So, wir sollen in die Technikabteilung. Ah, Commander. Ich habe mich schon gefragt, wann Sie kommen würden. Willkommen in der Technikabteilung. Hier werden alle Träume des Forschungslabors realisiert. Und da wir gerade dabei sind, Dr. Valen hat uns ein paar neue Pläne geschickt. Mit Ihrer Erlaubnis starten wir die Produktion. Okay. Baue Gegenstände. Ein Medikit können wir mal herstellen. 5 Ingenieure, Menge 1. Dann machen wir nicht 2. Sicher ist sicher. Was man hat, hat man, ne? Aber irgendwie funktioniert die Steuerung hier nicht so, wie sie sollte. Keine Ahnung warum. So, jetzt sollte man die Einsatzleitung. Einsatzleitung ist da. Komme ich jetzt dahin? Wahrscheinlich gar nicht. Ist aber auch nicht so schlimm, weil wenn ich in die Einsatzleitung gehen würde, würden wir schon den nächsten Auftrag annehmen und das wollen wir nicht, weil die Folge ist beendet. Also ihr seht auch, wir haben hier noch viel Platz zum Bauen, da können wir noch unsere eigenen Sachen da reinsetzen, was auch immer man so braucht. Hier sind unsere Soldaten, die hier trainieren. Das hier oben ist wahrscheinlich unser Büro, würde ich jetzt mal so vermuten. Also es ist echt schick gemacht, also Grafik sieht echt gut aus, aber ich glaube, da braucht man nichts weiter zu sagen. Das hier ist die Einsatzleitung, der große Globus, auf dem können wir dann später unsere Einsätze auch aussuchen. Wir müssen nicht immer jeden Einsatz abnehmen. Das Ding ist, das wird aber wahrscheinlich nochmal in so einem Video erklärt, ich kann es aber jetzt schon mal kurz erklären. Wir bekommen von allen Ländern auf der Welt bekommen wir Geld. Das seht ihr hier, monatlich bekommen wir jetzt $165. Das ändert sich natürlich je nachdem, wie viel wir in den einzelnen Ländern vertreten sind. Das heißt, wenn wir zum Beispiel gar keine Einsätze in Japan erledigen, dann wird Japan irgendwann austreten aus dieser Vereinigung und wird dann auch kein Geld mehr zur Verfügung stellen. Und wenn das passiert, beziehungsweise wenn das oft genug passiert, das heißt, wenn das irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, wenn 3 Länder oder sowas oder 8 Länder austreten, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das sind, dann haben wir das Spiel sowieso verloren, weil dann macht jeder seine eigene Suppe sozusagen und keiner finanziert mehr die XCOM. Und wir brauchen natürlich Geld, um halt eben die Forschung zu betreiben, um neue Sachen zu entwickeln, neue Leute einzustellen etc. Weil ihr habt ja gesehen, einer ist jetzt gestorben bei dem ersten Einsatz, der andere ist verletzt, 7 Tage, der fällt halt eben auch aus. Und da brauchen wir jetzt schon wieder eigentlich 2 neue, die einspringen können. Und die müssen natürlich auch erstmal wieder verbessert werden und all sowas. Also,
da kommt noch eine Menge auf uns zu. Ich denke mal, wir werden mit der Zeit auch mal so ein paar neue Folgen davon machen. Ich weiß noch nicht genau, in welchem Rhythmus. Prison Architect ist ja eigentlich abgeschlossen. Vielleicht schieben wir da jetzt XCOM rein. Eigentlich sollte da Gear City rein, aber Gear City, das habe ich ja in einem Vlog schon mal gesagt, funktioniert ja nicht so wirklich. Da warte ich noch auf ein Update oder keine Ahnung was. Das lässt sich zumindest nicht mehr starten. Jetzt habe ich auch genug geschwafelt, genug gequatscht hier. Wenn es euch gefallen hat, einfach Like da lassen, Kommi, je nachdem, was ihr wollt. Und gerne auch ein Abo, müsst ihr nicht, könnt ihr, je nachdem, wie ihr Bock habt. Und ansonsten sage ich tschüss, ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer David von meinika.de.